Zwischen mir und der britischen Front lagen deutsche Schützengräben, deutsche Geschütze. Oh, und natürlich die Hälfte der Einwohner von Berlin, die alle Streit suchten. mein Glückstag. Die Briten hatten sich offenbar zu Tee und Gebäck zusammengesetzt, anstatt die Deutschen zu behaken. Trotzdem musste ich es bis zu unserer Seite der Front schaffen, bevor die Geschütze wieder das Feuer eröffneten. Der Mensch, den ich kenne. Ich kann dein ständiges Gejammer nicht mehr hören. Du bist der deprimierendste Mensch, den ich kenne. Ich kann dein ständiges Gejammer nicht mehr hören. hier die Scheißarbeit. Was? Nichts. Was zum Teufel ist mit deinen Augen? Ich weiß, dass du mich beim Feldwebel angeschmerzt hast. Das kriegst du zurück. Mit dir reden. Hey, Kamerad! Wie geht's? Sieht gut aus! Du bist der deprimierendste Mensch, den ich kenne. Ich kann dein ständiges Gejammer nicht mehr hören. Woran denkst du gerade? Vergiss es. Was für ein Scheißtag. Ich will nicht mit dir reden. Ich bin eiskalt. Bei der ganzen Scheiße sind nur die Franzosen schuld. Hältst du eigentlich irgendwann mal die Schnauze? Ganz ehrlich, ich kenne keinen, der so viel redet wie du. Hey, Kamerad! Wie geht's? Sieht gut aus! Patrouille, Patrouille, Patrouille. Das nervt langsam. Das ist dermaßen langweilig. Was für ein Haufen Scheiße, das hab ich...